just started. Wait, clap. Ok, c'est bon. I have to introduce you. Hola. Hola, bonjour. These are like French friends. It's such a huge coincidence, because when does it ever happen that just the right person walk in? For recording, like travel. He's a sound engineer and he has all the equipment to record music or films or whatever. Nature ambient. Und das ist einfach nur krass. Das heißt, er hat sich schon bereit erklärt, mit uns irgendwie mal loszuziehen, eine Kirche, unser Konzert heute aufzunehmen. Oder auch mal in die Natur. Oder in die Natur, la Naturaleza. Ein Video. Naturaleza, ja. Und ein Konzert. Ja, geil. Das ist aber das Reisekarma. Es funktioniert dann immer perfekt. Man denkt, ist la karma de was heißt de voyage trip well. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur Kirche und checken mal aus mit unseren Tontechnikerfreunden und Musikerfreunden. Hola chicos, guapos y guapas, checken aus, ob wir in der Kirche aufnehmen können. Wir wollen nämlich gerne Balsam oder Siddhartha in schöner Kirchenatmosphäre aufnehmen. Die Frage ist nur, ob wir das da können und nicht rausgeschmissen werden. Wir haben sichtshalber auf jeden Fall mal 20 Soll mitgenommen, falls wir da irgendeinen Priester bestechen müssen oder sowas. Also mal schauen, wie das noch wird. Geil, ist schon mal niemand da. Sehr gute Voraussetzungen. Oh yes. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Bisher laufen die Vorbereitungen auf jeden Fall auf Hochtouren ab. Es wird gut. Wir haben hier lauter Experten am Start. Que peña, no ha funcionado, sí. Wir wurden leider rausgeschmissen. La vida es una tómbola de noche de día. Ja, la vida es una tómbola de noche de día. Ja, leider, wir waren gerade vorbereitet, haben alles schön aufgebaut. Und dann kam eine Aufsichtsperson und hat uns halt vor die Tatsachen gestellt, dass wir eine Erlaubnis brauchen, sonst da gar nichts geht. Página de banda. Con el loco francés. Con amigos locos, sí. A una parte de mí le falta luz, la otra parte está totalmente oscura. A una parte de mí le falta luz. Unicaje perfecto, also so perfect match heißt es so, das perfekte Treffen oder perfekte Zusammenkunft. Mit den Boys hier, die machen so ein bisschen Reggae, Reggaeton und sowas. Ganz relaxed und unseren schönen neuen Audiofreunden. Geht's jetzt gleich zum nächsten Ort. Wir haben Bock. Quand même, c'est aussi très important. Ouais. Les concerts dans les supermarchés, c'est la vie. C'est la vie. Quiero recuperar algo muy importante en la sociedad, en la salsa y el talento peruano que vive dentro de nosotros y hay que aprovecharlo. Gut aus, da freust du Bene. Ja, hier läuft jetzt hier die ganz aggressive Verkaufsstrategie von selbst ausgedruckten Aerosmith Tickets, weil heute im großen Stadion Aerosmith läuft und die jetzt probieren irgendwie hier so
ihre Tickets noch an den Mann zu bringen und an die Frau. Aber die Leute haben keinen Bock drauf. Geballte Frauenpower für den Ding. Dann geht's ab. Ah ja, Reisepässe vercheckt er hier. In allen möglichen schönen Farben. Auch schön. Schöne Geschäftsidee. Ah. Er verkauft Drachen. An Autofahrer. Sachen gibt's. Schön. So einem geilen Dreirad. Ja, Mann. Volkermobil. Volkermobil, hier mit diesem ganzen Zeug. Ja. Der Hammer. Hey, unser Fahrer. Ich finde süß, diese kleinen Dreiräder, die bringen die einzelnen Personen hierher an die Busstation und dann sind etwas größere Busse, wo vielleicht 9 Leute mitfahren können, werden peu à peu gefüllt mit zum Beispiel so lustigen Menschen wie den Frederik. Euka am Start, ein wunderschönes Lokal. Traumhafte Bühne. So, Freddy, was hast du über unser gerade gespieltes Konzert, was gefühlt 3 Stunden ging, zu erzählen? Also wir haben hier mal wieder echt einen perfekten Ort für uns entdeckt. Hier ist wirklich die Musik zu Hause. Tito, unser Gastgeber, der ist da. Ein selten cooler Typ, der betreibt das Ganze hier, der hat hier das Hostel und eben diesen Pizzeria-Laden. Und der ist einfach im Konzert, so wenn er das Gefühl hatte, irgendwie Drums können da noch gut kommen, hat er sich halt hingehockt und mit uns gedrummt und es war einfach richtig geil. Hier, der hat ja seine Cajon stehen. Der Küchenfreund, ja. Genau, der hat hier seine Klingel stehen. Und jedes Mal, wenn das Essen rausgeht und er das Essen für die Kellnerin zum Abholen holt und wir Musik spielen, dann klingelt der extra im Takt, damit es nicht nervt. Also hier ist die Musik richtig zu Hause, alle sind übelst die Musikfreaks. Wir haben jetzt schon 2 Stunden Konzert gespielt und wir haben heute eigentlich den ganzen Tag gejammt mit dem Chef hier und mit dem Kumpel, der noch da war und den ganzen Tag schon Musik gemacht und alle mega, mega nett und es lief auch richtig gut. Die Leute haben es voll gut aufgenommen, CDs verkauft und es ist richtig, richtig schön. Also mehr kann man nicht wollen. Lugar para la música. Ja, mega goldig. Ein Mast. Gott, sind die goldig, Alter. Man sieht, dass irgendwie verwahrlost irgendwo Katzen hausen in Müllbergen. Gerade auch auf der Straße war einfach ein Mann, der hatte einen Sack mit lauter Babywelpen und wollte uns die für irgendwie 40 Dollar verkaufen. Ne? Jetzt hat uns gerade gefragt, wer macht's, ja, ob wir mehr Katzen sehen wollen, pfeift dann kommen sie plötzlich von überall her. Wahnsinn. Krass. Du, eres un pintor? Tu trabajo? Compro reciclaje. Ah. Botella, papel. Freunde, das ist so richtig Lima, wie man es sich vorstellt. Dreckig, lebendig, überall Geschäfte. Ich will mich auch versuchen, noch vom Bus überfahren. Ich werde mein Handy auch wieder sehr festhalten, Edith. Ja. Und nun kannst du mal ausschalten, falls ein Greifarm kommt, dass wir ihn auch... Wir müssen jetzt hier rechts runterlaufen, würde ich sagen. Direkt schnappen. Guck mal, wie sie hier alle mit offenem Mund, wie sie alle mit offenem Mund dastehen. Das ist wahrscheinlich die Entdeckung des Jahrtausends hier. Ja. Die sind so richtig baff.
Alter. Porque yo siendo peruano, mire, señor, un extranjero no me va a venir a enseñar a cocinar. Yo, mire, señores, voy a innovar. Voy a renovar. Yo saco acá la semilla, porque una señora me dijo, caballero, la semilla se manda a la vesícula. Sí, tenga mucho cuidado. Por eso acá mire la vista, para que usted no quede ridícula, saque la semilla y tenga una maravilla. ¿Sabe cómo se llama esto de acá, señora? Son los ricas pícaras de pepino. Rica pica de la pepino, Benedetto. Rica pica de la pitida. Der ganze coole Shit, den die Schamanen bei uns auch verwendet haben, ne? Ach, guck mal. Hier gibt es bestimmt auch Eukalyptus irgendwo. Unmöglich, ja. Sollen wir fragen? Stevia. Stevia? Ah. Genau, das ist dieses Süßungsmittel. Também pelos acordes da bossa nova, porque são acordes simples. Sim. Tem, porque na bossa nova tem acorde mais difícil. Quando pela noite pego o violão, faço uma canção, viajo em pensamento apenas pra me inspirar. Procuro uma palavra certa pra canção, cano o violão. Es geht tatsächlich auch bei uns weiter nach 6 Wochen Barranco. Sind wir hier am Aufräumen. Wir freuen uns auf Puno, Cusco und den Süden Perus. Und wir werden hier schon, wir sind im Bus nach Puno und da hier ist einer, der hält irgendwie eine Rede, eine christliche Geistesstätte. Aquí, hermanos, se lo voy a ofrecer. Sí, ya un ratito. Estos son de cereales. Sí, este es un turrón delicioso. Este es un turrón muy nutritivo, cereal con vainilla. Also das Ganze fing damit an, dass er gesagt hat, man soll Jesus einen Applaus spenden, ne? und hat eine große Lobesrede auf Gott gehalten. Und hat die richtig mit Patrion, hat er richtig eine Rede gehalten. Und am Ende gab es einen kleinen Hinweis, dass es ein tolles Produkt gibt. Tres sabores. Cada turrón vale un sol, Juan. Pero llévate 9x5, 9x5. 9x5, te llevas 4 de bendición. Por 5 solcitos. Wir kennen das Zeug hier auch. Vor allen Dingen, dass dieses staubtrockene Riegel, den haben wir noch mal probiert. Ja, das schmeckt nach gar nichts. Das ist wirklich ein Teufelszeug aus christlichen Händen. Richtig was bauen. Bena hat sein. Es wurde erst besonders gesund verkauft, da bin ich jetzt sehr mal gespannt. Ja. Richtig gesund, genauso wie er es angekündigt hat. Das ist ein Hexenmarkt, wo es Schamanenzeug und Hexenzeug gibt. Und wir sind jetzt schon ein paar Treppen runtergegangen und es soll das Haus Nummer 35 oder was sein? Nein, der 20. Das Haus Nummer 23. 320. 320 ist ein Hexenmarkt. Das Haus Nummer 416 führt zum Hexenmarkt. Also eine Hexe. Und wir sind sehr gespannt, was da gibt. Wir waren gerade schon in so einem Raum, wo so Kabinen waren, wo an die Hände gelehnt wurde. Ja.